Guten Morgen, es ist Sonntag und damit wieder Zeit für ein neues Brett zum Sonntag. Schön, dass ihr einschaltet, schön, dass ihr wieder dabei seid. Der erste Griff an einem guten Sonntag geht zum Kaffee auf den guten Chris, der jeden Sonntag seinen zu Tisch bringt. Guten Morgen, erstmal einen Schluck Kaffee. Und ja, es ist wieder eine Woche vergangen. Ich habe wieder ein neues Thema für euch und ein kurzes kleines Kanal-Update. Ein paar Dinge, die ich kurz sagen möchte, die ich kurz mal von mir geben möchte. Nichts Schlimmes, keine Angst. Oder anders, tut mir leid. Aber wir haben auch wieder ein Thema. Und das Thema heute beim Brett zum Sonntag lautet Brettspiele mit dem Lebenspartner, mit der Beziehung, mit der Frau, Schrägstrich Mann, was auch immer. Wie ist das? Ist das ein Thema? Ist es kein Thema? Wie mache ich es vielleicht zum Thema? Wie mache ich es besser nicht zum Thema? Möchte ich einfach mal ein bisschen mit euch durchquatschen, ein bisschen mal was zu erzählen. Ich habe es ja immer schon mal ein bisschen angeschnitten. Ich habe ja auch mal ein Special dazu gemacht. 6 Spiele, womit ich meine Partnerin zum Brettspielen gebracht habe, seht ihr da oben. Ist ein älteres Video von mir. Nicht wundern, da hatte ich noch kein Mikrofon. Der Ton ist semi. Ich lerne aus euren Kommentaren. Also meistens. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, paar kleine Punkte zum Kanal-Update. Einfach, wie gesagt, ein paar Sachen, die ich kurz sagen möchte. Ich muss mal gucken, wie weit ich jetzt die nächsten Wochen den Content strecke. Also ihr wisst, dass ich ja recht fleißig bin in der Content-Produktion. Also ich versuche es zumindest. Und ich muss mal gucken, wie ich das die nächsten Wochen schaffe. Denn nächste Woche steht die Gamescom an. Ihr wisst ja, ich arbeite in der Videospielindustrie. Und das ist so für meine Agentur so eigentlich die wichtigste Messe des Jahres. Für mich persönlich ist es immer die Spiel und die BerlinCon natürlich, aber für meinen Hauptjob ist es dann doch die Gamescom, weil wir da unheimlich viele Kunden treffen. Freue ich mich schon drauf. Ist jetzt meine 15. Gamescom-Games-Convention. Ich darf das erste Mal, habe ich die Ehre für einen großen AAA-Publisher, die da mit der internationalen Delegation kommen, weil ich eine geile Tour machen werde, denen so ein bisschen die Gamescom zeigen. Da habe ich Bock drauf. Das ist mal was anderes. Also, aber wie gesagt, habe sonst sehr, sehr viele Kundentermine, bin sehr, sehr viel im Stress. Ich werde jetzt heute ein paar Videos vorproduzieren, dass wir da dass ihr jetzt nicht auf mich verzichten müsst. Oder dürft oder könnt oder was auch immer. Setzt beliebige Sache ein. Darauf einen Kaffee. Ich hätte gerade schon meinen ersten Take gemacht übrigens, wo ich mir den halben Kaffee übers T-Shirt geschüttet habe und danach das T-Shirt gewechselt habe. Ich hatte auch ein komplett weißes T-Shirt an. War schön. Also, ne? Läuft. Ich versuche ja so wenig wie möglich rauszuschneiden, aber das war mir dann doch ein bisschen zu doof. Und heiß. Genau, also ich bin jetzt nächste Woche dann auf der Gamescom unterwegs. Wenn ihr Bock habt, mal was von der Gamescom zu sehen, vielleicht mache ich da mal was mit dem Handy unterwegs. Ist zwar kein Brettspielthema, aber ich mache ja auch immer so ein bisschen mein Jenseits vom Brett, wo ich auch Themen bespreche, die nichts mit Brettspielen zu tun haben. Wenn ihr Bock habt, davon mal was zu sehen, auch mal aus dem, ach so geheimen Business-Bereich, wo ich mich hauptsächlich aufhalte, schreibt es gerne mal in den Kommentaren. Also dann mache ich da vielleicht mal so einen kurzen Vlog von der Gamescom. Kann ich gerne auch mal machen, wenn euch das interessiert, schreibt es gerne rein. Genau, dann werde ich bis Donnerstagabend, ich komme, glaube ich, um 22.30 Uhr wieder am Donnerstag zu Hause an. Ich werde wahrscheinlich vollkommen durch sein, weil ich durchgetaktet bin, wirklich von Montag bis Donnerstag, ja, 16 Uhr. Ich glaube, meine Bahn geht 18 Uhr noch was mit Termin. Und danach bin ich paar Tage zu Hause und dann geht es aber schon wieder den kommenden Dienstag geht es dann los. Dann bin ich mit der Family eine Woche im Urlaub. Unsere Schwiegereltern kommen dann noch her, die machen dann House-Sitting, die freuen sich dann immer, wenn sie Urlaub in Bayern machen können und wir düsen dann ab und sind eine Woche in Schottland und machen, erste Mal, war noch nie in Schottland, machen richtig, richtig coolen Schottland-Trip, und fahren, wir starten in Edinburgh und fahren wirklich komplett die große Route zu Isle of Skye, Loch Lomond, Loch Ness, Oban, bin ja auch ein großer Whisky-Fan, wie ihr wisst, und da freue ich mich schon drauf. Und naja, gut, ich werde auch wieder versuchen, ein paar Videos vorzuproduzieren, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert, also es kann sein, dass dann die nächsten 2-3 Wochen ein bisschen weniger Content kommt, kann auch sein, dass ich alles schaffe, also je nachdem, ich weiß es noch nicht, aber dass ihr schon mal wisst, was richtig cool ist. Ich habe über den Bekannten habe ich jemand auswendig gemacht in Schottland,
der mir mal, und deshalb nehme ich auch meine Kamera, also nicht nur deshalb nehme ich meine Kamera mit, weil Schottland bietet ja auch geile Landschaft. Deshalb habe ich die Kamera natürlich auch dabei. Der mir aber mal ein wenig Nachhilfe gibt in schottischen Brettspielen, auch historische Brettspiele, denn die Schotten sind da wohl auch besser aufgestellt, als man denkt. Ich persönlich kenne jetzt gar keine schottischen Brettspiele oder keine schottischen Brettspieldesigner. Es gibt natürlich Themen, sowas wie Clans of Caledonia, wo ich immer noch herumschleiche. Ich habe es nicht da. Ich überlege immer noch, wahrscheinlich nach meinem Schottland-Trip brauche ich es. Ich muss mal überlegen. Aber der gibt mir mal einen kleinen Einblick. Was spielen Schotten so? Was spielen Schotten auch so an nationalen Brettspielen? Da werde ich auch ein kleines Video von euch hier für euch drehen. Bin ich sehr gespannt. Eine Sache dann noch, bevor wir ins Thema gehen, das ist dann noch, ich habe über YouTube habe ich mal einen kurzen Aufruf gemacht in den Kommentar, also als extra Kommentar-Posting oder wie man das nennt, Community-Posting. Ich stelle euch jetzt auch nochmal die Frage. Ich habe immer überlegt, dass ich alle vielleicht 3 Monate mal ein Video mache. Fragt die Ballerina, also mich, aha, prima Ballerina und so. Darauf noch ein Kaffee. Also so eine Art FAQ, stellt mir Fragen und ich mache immer alle, ja, 3 Monate, 4 Monate mal ein Video dazu, wo ich eure Fragen beantworte. Es kommen ja immer mal wieder welche in Kommentarfeldern rein. Auch immer wieder unter irgendwelchen Videos, Fragen, die jetzt vielleicht nicht direkt zum Video passen, sondern eher zu meiner Person oder zu irgendeinem Thema, was ich mal aufgegriffen habe. Also auch deshalb nochmal die Bitte, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt in den Kommentaren gerne Fragen an mich und ich werde gucken, dass ich vielleicht die nächste Woche mal das erste FAQ-Video mache, wenn genug Fragen aufkommen. Wenn ihr keine Fragen habt, auch gut. Aber wenn ihr Bock drauf habt, gerne reinschreiben. So, das war's zum kleinen Kanal-Update. Kommen wir mal zum Hauptthema Spielen mit dem Partner. Und ich weiß, dass das ja auch immer wieder eine Diskussion ist. Ich sehe es in vielen Foren oder Facebook-Gruppen, dass die Leute auch fragen, Mensch, kann mir jemand ein gutes Zweispielerspiel empfehlen? Ich möchte mit meiner Freundin, Schrägstrich Freund spielen. Und das ist etwas, was ich das Gefühl habe, dass das schon sehr häufig der Fall ist. Und ich finde es auch sehr positiv. Meine Frau spielt auch seit, ich glaube, 3 Jahren ist es jetzt fast, seit unsere Kleine da ist. Bei uns hat tatsächlich das Kind dazu geführt, dass meine Frau angefangen hat zu spielen, was ich sehr, sehr gut finde. Aber wie macht man das? Entweder man hat das Glück und kommt schon mit einer Person zusammen, die schon selber Brettspieler, Schrägstrich Brettspielerin ist. Das ist natürlich dann super. Dann ist es easy. Die Frage ist dann auch wiederum, spielt man mit der Person nur zu zweit? Macht man mit der Person auch, dass man sagt, okay, es ist cool, wir möchten auch andere Pärchen vielleicht finden und machen so einen regelmäßigen Pärchenspieleabend, was ja auch sehr schön ist. Sowas haben wir. Wir haben 2 befreundete Pärchen inzwischen, die hier aus der Umgebung kommen, mit denen wir uns dann treffen und häufiger spielen. Oder ist es vielleicht aber so umgekehrt? Habt ihr gar keinen Bock, dass euer Partner spielt? Kann ja auch sein, dass ihr sagt, Mensch, das ist mein Hobby. Das ist für mich so ein bisschen auch Auszeit von der Beziehung, jetzt mal böse formuliert, aber so geht es mir zum Beispiel mit dem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Meine Frau hat es nie gespielt, sie hat es einmal ausprobiert, hat ihr auch gar nicht gefallen und im Endeffekt war ich auch ganz happy drum, weil ich mir denke, nö, eigentlich finde ich das ganz gut. Jeder hat so seine Dinge, wo er Bock drauf hat und es ist auch gut. Meiner Meinung nach, ich bin der Beziehungstyp, der sagt, wir müssen keine 1:1 Synergie Symbiose-Beziehung führen, sondern es ist immer noch gut, wenn jeder so sein eigenes Hobby hat und sein eigenes Ding macht. Meine Frau ist sehr im Bereich Ballett begeistert dabei und da bin ich komplett raus. Auch wenn ich Brettballett heiße, es kommt tatsächlich nicht daher. Ich verspreche euch, ihr werdet mich nicht im Tütü sehen. Also doch, wenn ich irgendwann mal die 10.000 Abonnenten knack, dann ziehe ich mir sogar ein Tütü an als 10.000 Abonnenten-Special. Ich hoffe, das werde ich jetzt nicht bereuen oder das dauert so lange, dass ihr dieses Video garantiert vergessen habt, wo ich das jetzt behaupte. Also in diesem Sinne, weiter. Ja, also auch das kann ja sein, dass man bewusst sagt, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn jeder so sein eigenes Ding macht. Brauche ich nicht, will ich nicht, soll sie nicht. Ansonsten lese ich aber auch mal wieder die Leute, die halt sagen, Mensch, ach cool, deine Frau spielt, boah, hätte ich auch gerne, würde ich auch gerne. Ist auch immer ein schwieriges Thema. Wie bringt man jemand dazu? Ich glaube, ich möchte jetzt mal die These in den Raum stellen, dass jeder Mensch auf irgendeine Art und Weise gerne spielt. Das liegt in unseren Genen, liegt auch, glaube ich, in unserer Entwicklung. Wir fangen als Kind damit an, als Baby, als Säugling sogar schon. Und ich glaube schon, dass jeder Mensch da bis ins hohe Alter gerne spielt. Könnt ihr euch an die alten MB-Spiele erinnern? Irgendwie Alter 6 bis 99. Haben wir ein lustiges Giphy dazu gesehen. Dürfen die Leute ab 100 nicht mehr spielen, ja.
Schade. Nein, aber ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Ich glaube, dass jedes Alter gerne spielt. Es ist die Frage, wie macht man das? Was für Spiele macht man? Ich habe Freunde jetzt kürzlich, mit denen ich viele, viele Jahre befreundet bin. Da hat mich der Mann jetzt gefragt: Mensch, du machst da sehr viel im Bereich Brettspiele. Was kannst du uns da denn mal empfehlen? So, was jetzt über den klassischen Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht hinausgeht. Da habe ich gesagt, guckt euch Azul an. Ich finde, Azul ist ein super Gateway-Game. Gateway-Game, sprich, was Leute spielen, die gerne Brettspiele und viele Brettspiele spielen, aber auch Leute, die Einsteiger sind. Kommt man in meinen Augen super schnell rein, finde ich wirklich easy, macht Spaß, kitzelt auch so ein bisschen meiner Meinung nach zu zeigen, da geht noch mehr. Azul war auch für meine Frau so ein Game Changer, der gezeigt hat, ach cool, das können Brettspiele eigentlich alles. Also immer wenn man mich fragt, so Mensch, womit soll ich denn mal anfangen? Ich würde in 95% aller Fälle Azul sagen. Weil es ist für beide Seiten, wie gesagt, sowohl für Vielspieler als auch für Nichtspieler ein toller Einstieg. Es funktioniert in jeder Konstellation, egal ob zwei Spieler, drei Spieler oder vier Spieler. Auch das finde ich sehr, sehr positiv bei dem Ding. Und was ganz wichtig ist, es fühlt sich gut an und es sieht gut aus. Und also wie gesagt, in 95% der Fälle würde ich das empfehlen und in den weiteren 5% der Fälle würde ich sagen, Spielmensch, ärgere dich nicht, weil du bist kein Brettspieler. Auch das gibt es Leute, wo ich ganz genau weiß, die sind zu ungeduldig, die wollen nicht taktieren, die sind eigentlich so die Durchrush-Leute. Klar, für die gibt es auch was. Aber ich habe so ein, zwei Leute, wo ich ganz genau weiß, so hart das klingt, aber die sind sogar mit Uno überfordert. Also vielleicht sollte man sich da ein anderes spielerisches Hobby suchen. Flipper, PlayStation, sowas halt. Gibt's ja auch, möchte ich jetzt gar nicht ausschließen. Vielleicht habt ihr auch so einen Partner, der zu diesen 5% gehört, der einfach sagt, Mensch, das ist nichts für mich. Ich kann dieses kognitive Denken in der Form für Brettspiele, das habe ich keinen Spaß dran, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist, als wenn man mir sagt, hier Sven, fang noch mal an, Sudoku zu spielen. Vergesst es, Mathe, gar nicht meins. Und Sudoku, irgendwie dieses logische Kombinieren bei Brettspielen gerne, aber es gab ja immer mal vor 5, 6 Jahren diesen Sudoku-Wahn, wo jeder mit Sudoku-Heftchen rumlief, Sudoku-Apps. Schrecklich, gar nicht meins, null. Wenn ihr so einen Partner habt, für den das auf Brettspiele zutrifft, dann ist das schade. Aber dann lasst es. Zwingt jemand nicht dazu. Zwingt einem das nicht auf. Ich weiß ganz genau, ich brauche meiner Frau nicht mit hochkomplexen Strategiespielen ankommen. Die spiele ich mit meiner Jungsgruppe und da brüllen wir uns auch an und da erklären wir uns im 2-Minuten-Takt den Krieg und Frieden und alles querbeet. Und da weiß ich ganz genau, das sind Spiele. Damit würde ich meiner Frau das Hobby sogar versauen. Also in dem Fall sage ich dir, ja komm, das lasse ich. Solche Sachen muss ich ihr nicht antun. Jeder von uns hat die Spiele, die er gerne spielt und die Spiele, womit man gar nicht erst anfangen muss. Und das ist gut, das macht den Brettspielmarkt, das macht ihn bunt, das macht ihn abwechslungsreich, das macht ihn spaßig und das macht ja letztendlich auch so ein Hobby aus. Es darf ja nicht nur irgendwie straightforward in eine Richtung sein, ohne dass man nach links und rechts guckt. Ist ja auch ein bisschen schade drum. Und ich glaube, das ist halt auch die Kunst dabei, so ein bisschen dieses Feingefühl zu finden. Mit wem gerade der Anfänger ist, gerade bei meinem Partner, kann ich welches Spiel spielen? Man wird manchmal auch überrascht. Ich habe relativ früh mit meiner Frau Tricerion gespielt, was A, ein absolut geiles Spiel ist. Na, wo haben wir es? Hier steht es sogar auch irgendwo. Ah, ich liebe Tricerion. Ich freue mich drauf, wenn jetzt hoffentlich bald die Erweiterung kommt. Tricerion, Meister der Magie. Ah, was ein geiles Spiel. Richtig, richtig geiles Worker Placement Spiel. Und ich war überrascht, wie schnell sie da reingekommen ist, weil das Ding ja wirklich von der Komplexität alles andere als ohne ist. Also es bietet schon einiges. Aber das Thema hat halt gepasst. Die Mechanik, es ist einfach fantastisch gemacht, das Spiel, das muss man sagen, wo ein Rädchen ins nächste greift. Und es hat geholfen. Also, und das hat tatsächlich bei meiner Frau auch die Liebe für Worker Placement Spiele geweckt. Sie ist da inzwischen sehr, sehr begeisterter Optimierer. Gut, sie ist auch jemand, die Excel mag. Wie kann man Excel mögen? Gut, aber das ist was anderes. Also optimieren ist so ihr. Sie arbeitet auch im Bereich Buchhaltung, also das passt dann alles. Findet Themen, die eurem Partner oder eurer Partnerin gefallen. Findet Spiele, die den Einstieg erleichtern. Und ich glaube, das kann funktionieren. Das hilft auf jeden Fall. Versucht aber nicht auf Teufel komm raus, das durchzuprügeln, wo ihr gerade Bock drauf habt. Damit schreckt ihr Anfänger ab.
Und ich glaube auch euren Partner oder eure Partnerin, weil letztendlich müsst ihr da, ihr kennt die Person wahrscheinlich am besten und ihr müsst auch wissen, was funktioniert, was kann ich tun. Also von daher, ich glaube, das geht, nicht immer, aber man kann was machen. In diesem Sinne, das war's für diesen Sonntag. Das Kanal-Update war dieses Mal ein bisschen länger, aber ich wollte euch da einfach mal ein paar neue Infos geben, beziehungsweise euch auch ein paar Fragen stellen, mir Fragen zu stellen. Also, wie gesagt, es gab ein bisschen was zu erzählen. Bei mir geht es jetzt morgen los Richtung Gamescom. Ich habe es ja gesagt, wenn ihr davon mal einen kleinen Vlog sehen wollt, auch gerne in die Kommentare, dann mache ich da mal was fertig. Ansonsten habt einen schönen Sonntag. Ihr wisst ganz genau, spielt was Schönes, genießt den Sonntag. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt Brett zum Sonntag. In diesem Sinne, lasst gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da, falls noch nicht passiert. Würde mich unheimlich freuen. Und ich sage einfach mal, ja, eine Sache noch, genau, nächste Woche im Brett zum Sonntag ist wieder das letzte Brett zum Sonntag des Monats. Da gibt es auch wieder meine Charity-Auktion. Ich werde wieder zwei Spiele aus meiner Sammlung, werde ich wieder zur Auktion freigeben, wo ich dann das Geld wieder aufrunde und das Richtung Boardgame-Digger schiebe für seine Charity-Auktion, die ich da unterstütze. Also nächste Woche gibt es auch wieder zwei Spiele in die, zur Auktion. Lasst euch überraschen, was es ist. Ich habe schon wieder zwei schöne Sachen rausgesucht. Werden euch hoffentlich gefallen. In diesem Sinne, genießt den Sonntag, spielt was Schönes, macht's gut, bis bald und tschüss.